Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Day of the Tentacle. Wir sind im Videoüberwachungsraum. Hier war die gute Edna, die haben wir rausschubsen können, weil wir in der Vergangenheit die Statue derartig verändert haben, dass sie nicht mehr linker Hand, sondern jetzt rechter Hand ist. Wer nicht weiß, was ich meine, einfach letzte Folge, das Ende gucken. Eigentlich am besten das Ganze, die ganze Folge, aber nichtsdestotrotz, dann wisst ihr, was ist. Jetzt können wir hier an die Gerätschaft. Und wir können jetzt. Es ist kein Band im Gerät. Es ist kein Band im Gerät. Es ist kein Band im Gerät. Ich glaube, es ist kein Band im Gerät. So, wie komme ich jetzt hier raus? Da. Es ist kein Band im Gerät. So. Da kein Band im Gerät ist, was ist das hier, Eule? Sieht aus wie mein Physikprofessor im zweiten Schuljahr. Da steht: Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Kommt drauf an, welche Art von Fieber, oder? Wow, was für ein Mann. Ja, auch Männer können Männer gut finden. Oh, 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 oh. Kühe umgeworfen, Polizei staunt. Unförmiges Wesen am Tatort gesehen. Oh, weia. Die arme Kuh. Was ist hier drüben? Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nichts. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Okay. Hat es irgendetwas mit einem Hamster zu tun? Alles, was ich weiß, ist, dass ich einen niedlichen weißen Hamster mit Flecken hatte. Jetzt habe ich einen niedlichen Braun ohne Flecken. Das macht mich kribbelig und die Albträume sind wieder da. Oh weia. Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Oh oh. Ich sammle jetzt Briefmarken. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt er ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Okay. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein! Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... Ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Okay. Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Okay. Wenn ihnen mal etwas passiert... Was dann, wenn denen was passiert? Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbart, aber was du sagst, klingt besser. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Okay. Friede sei mit dir. Friede. Dann müssen wir ihn letztendlich einfach mal hier ein bisschen ärgern. Oh, hier ist ein Computer. Was ist denn dem Computer? Ich speichere mal sicherheitshalber ab. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Na, dann benutze ihn doch mal. Oh. Geil. Ja, das war eines dieser versteckten Features in Day of the Tentacle. Und zwar haben wir dort die Möglichkeit, ja, wie soll ich sagen,
das Original Maniac Mansion 1 zu spielen. Es wurde mitgeliefert. Und wie man sehen kann, kann man dieses Spiel und auf unterschiedlichste Art und Weise spielen, Maniac Mansion. Also sprich, drei Charaktere kann man sich auswählen. Einer ist immer vorbelegt, und zwar, das ist Dave. Und wir können die restlichen frei wählen. Und dementsprechend gibt es auch für die einzelnen, ja, Bereiche unterschiedliche Lösungswege. Und guckt mal, hier ist Bernard, Präsident des Physikclubs und Gewinner des Eierkopfpreises. Schön. Das werden wir jetzt nicht tun. Ich hoffe, ihr seid da nicht sauer oder so, sondern nur, dass ihr seht, es ist da. Und vielleicht, aber dann eine andere Fassung. Es gibt da mehrere Fassungen von. Werden wir dann spielen. Aber in dem Sinne gehen wir mal erstmal kurz zurück hier. Und da sind wir wieder zurück. Ich wusste jetzt nicht, wie es geht. Ich habe es dann abgebrochen und nochmal neu geladen. Also, wie gesagt, hier ist der Computer. Hey, Hamster! Er liest das Wall Street Journal. Und wie man sehen kann, muss ich jetzt erstmal hier wieder das einschalten. Ne? Er liest das Wall Street Journal. Okay, nehmen wir mit. Fällt doch nicht auf. Raus hier. Tatsache. Okay. Was hier? Eine Tür? Schauen wir mal rein. Grün! Hui! Bernard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Okay. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernard? Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Okay. Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Macht der Kind Experimente mit kleinen Schmusetieren? Erfindet er einen Verkleinerungsstrahl, schmeißt er alte Frauen die Treppe runter. Erfindet er einen Verkleinerungsstrahl? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Okay. Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Okay, das ist immer gut. Berauschende Dreiton-Stimmharmonie, provokative lyrische Inhalte, sorgfältig zusammengesetzte Melodie und klare Aussagen. Berauschende Dreiton-Stimmenharmonie? Lautstärke, Mann, Lautstärke. Ach so. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Pausen? Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Okay. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Aha. Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Okay. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Großartig. Jupp. Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Okay. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. B-Man. Nett. Kann man die mitnehmen, die Bowlingkugel? Das ist zu schwer für mich alleine. Was ist das hier, Mauseloch? Es ist ziemlich klein. Die würden Hoagie gefallen. Guck mal hier. Ein Trooper-Helm. Hier ist ein Videoband. Was haben wir hier? Eine Anlage? Ziemlich viel Power in dieser Anlage. Ich kann es kaum erwarten, meine CDs auszuprobieren. Na, benutze erstmal. Wow, das ist laut. Oh, was ist das?
Ja, das ist fett. Der Beat ist fett. Die würden Hoagie gefallen. Ah, ich weiß. Moment. Bleibt die Musik jetzt? Mal kurz gucken. Dann schalten wir sie mal lieber aus. Ah, spacig, ist voll spacig. Okay. Hui! Toller Sound. Hey! Was gibt's, Bernard? Nicht viel. Immer noch dabei, die Welt zu retten. Ach so. Na, viel Glück dann. Okay. Gut, was haben wir hier? Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Motel beenden? Wie angemessen. Nein! Oh! Nicht mal das kann ich richtig machen. Hallo, ich bin Bernard. Wer bist du? Dwayne. Deprimierend, oder? Puh, du siehst deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Weil du es gesagt hast. Die hängenden Schultern und das lange Gesicht? Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Ich bin ein Neuheitendesigner. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Aha. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Ich mag deine Designideen. Nun, ich meinte nicht dich. Was sagtest du noch, machst du? Ich bin ein Neuheitendesigner. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert. Okay, Moment. Hab's da jetzt abgebrochen? Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Ich habe eine Pfeife erfunden, die Lippen grün färbt. Warum? Niemand mochte sie. Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Als ich das letzte Mal Gymnastik machte, habe ich meine Milz verrenkt. Oh Mann, der ist so deprimierend. Lass uns über Philosophie reden. Gut, hier ist meine Philosophie. Das Leben ist komplett sinnlos, speziell meins. Oh. Hast du Camus gelesen? Wen kümmert's? Philosophen sind alle Versager, die es nicht geschafft haben, so wie ich. Oh Gott. Nette Musik spielen sie hier, oder? Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag läuft. Ich war noch nie so deprimiert. Dann eben nicht. Nett. Zaubertinte? Nett. Nett. So eine Spaßtinte, oder? Mäuseloch. Ich kann es von hier nicht so gut sehen. Wenn man den Abzug zieht, kommt eine lustige Fahne aus der Mündung und entfaltet sich. Okay. Mit dem können wir nichts machen. Aber wartet mal kurz. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Ich hab deine Idee. Düm, 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 düm. Du, du, du.
So. Und zwar... Das packen wir schon mal hin, wir sind gleich da. Oh, hier. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Dann nimm einen. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Dann Rinja mit dir. Besser nicht. Okay. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Eine Eistruhe. Sie ist ziemlich kalt. Sie ist ziemlich kalt. Es ist offen. Okay. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Okay. Der hört gar nicht auf zu reden. Deswegen machen wir das hier mal aus, ne? Was haben wir hier? Keine Schubfächer? Oh, weia! Hallo da oben. Lange Nacht gehabt? Was ist mit dem Typ nebenan? Vielleicht macht ihn das Bild der pokerspielenden Hunde in seinem Raum glücklich. Glücklich? Vielleicht wäre er besser drauf, wenn jemand etwas von seinem Design mögen würde. Ja. Tja, danke, Sie waren sehr hilfsbereit. Was ist das hier? Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag. Nimm. Ich kann ihn nicht nehmen, der Mann liegt da drauf. Was ist das da? Massagefinger-Zahlschlitz? Nicht gut drauf? Einfach mal Massagefinger probieren. Einen Groschen rein und der Spaß geht los. Dann pack mal einen Groschen rein. Toll, jetzt hat er sich bewegt. Jetzt brauche ich noch einen Groschen. Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Hatten wir schon? Okay, was ist hier? Hier ist noch ein Groschen. Wir wollten, Alter, da wollten wir jetzt hin, weil wir wollen was austauschen. Nimm den Brief im Klo. So. Dann gehen wir zu ihm hier. Und ich dachte, Plastikleucht im Dunkeln wäre eine gute Idee. Hier ist ein Brief. Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Sie sind brillant. Tolles Design? Kommen Sie sofort nach Baltimore. Okay. Dann nehmen wir mal schnell die Pistole hier mit. Haben wir noch irgendwas? Reste. Da wachsen ja schon Pilze drin. Nimm mit die Pilze. Das werde ich auf keinen Fall anfassen. Schade. Jawohl, es stimmt, ein unglaublicher 4000-Karat-Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Die Nummer lautet 1800 Star Wars. Wanda ist bereit, ihren Anruf entgegenzunehmen. Ich würde mal behaupten, wir sollen diesen Diamanten kaufen. Für zwei Jawohl, Mal. Es stimmt, ein unglaublicher 4000-Karat-Diamant. Okay. Mein Vater hat auch so eins. Ich habe Angst, ich sehe Edna. Nee, die haben wir weggeschubst. So. Das hat ja geklappt. Ach, ich wollte ja...
das probieren, ob das klappt. Oh oh. Fufus Barack gestohlen, runde Abdrücke hinterlassen. Eieieiei. Der Purpur, der treibt's aber richtig wild gerade, oder? So. Die Kurbel, die können wir doch unserer Laverne schicken. Aber erstmal den hier zu Hogi. Nimm. Haben wir noch irgendwas, was wir losschicken könnten? Das dürften wir... Doch, die Spielzeugmaus könnten wir. Ich wüsste jetzt nicht, warum. Halt. So. Und zwar... was wollte ich? Die Kurbel? So, hier geht's, glaube ich, raus, ne? Warte! Ah, nee. Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ich bringe dich zurück in den Zwinger. Ah, nee. Ich wünschte, ich hätte eine Tentakelverkleidung. Hallo. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal Pipi. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Ja, machen wir. So. Das sieht aus wie ein Plan. Steht ja auch da. Schema. Ist ein Plan. So, wir nehmen erstmal die Kurbel hier mit. Und benutzen... Und die kann nämlich auch... Und zwar, jetzt bin ich gespannt, können wir den Plan hinlegen bei der guten Dame oben, die das Ganze zusammenschneidert? Ich glaube ja. Was wäre dann der Effekt? Der Effekt wäre, dass wir eine neue Flagge bekommen. Sowas aber auch. Dazu passt doch wunderbar. So. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Ja. So, jetzt sind wir nochmal krank. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Genau, deswegen passiert ja auch nichts weiter. Und wir gehen jetzt nach oben zum den Kamin hoch. Hui! Und benutzen jetzt die Kurbel mit der Kurbelbox. Und benutze die Kurbel. Und nehmen. Ja, so anziehen, komm. Eine Größe für alles. Damit sind wir nämlich ein Tentakelkostüm. Komm, benutze, benutze. Genau. So, wir sind ein Tentakel, hallo. Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll! Ja, ja, natürlich! Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten! Die Teilnehmer werden nach drei Kriterien beurteilt. Ja. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke! Es war mir ein Vergnügen! Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Boah! Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Du brauchst jetzt bloß einen Mensch? Aber wir können jetzt frei umherlaufen, oder? Ja! Hey, blödes Tentakel!
Hä? Hier ist die Eistruhe. Geschlossen. Warum ist hier die Eistruhe auch noch? Moment. Mit dem Lehmend, oder? Kenn ich nicht. Sieht wie ein Pudel aus, den ich mal kannte. dekorativ. Kann man mitnehmen? Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Das ist natürlich clever. Sieht bequem aus. Na, dann setz ich rauf. Keine Zeit dafür. Okay. Die Zeitkapsel. Es ist eine alte Dose. Da steht ein Schild. In Erinnerung an die Gründungsversammlung, ins Leben gerufen von Thomas Jefferson Anno Domini 1790. Von einem Flug Anno Domini 1795 überrannt. Schade um die Zähne. Welche Zähne? Es ist eine alte Dose. Ja. Was steht da noch? In Erinnerung an die Gründung von einem Flug. Ja. Schade um die Zähne. Es ist sonnig draußen. So, das heißt, wir hätten hier Zugriff in der Zukunft auf die Zeitkapsel der Vergangenheit. Das heißt, wir könnten hier irgendwas rausholen, was auch wirklich die Zeit über da sein müsste. Hey, hab ich gesehen. Was haben wir hier? Oh. Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Ich muss den Chrono John anschließen. Ich könnte auf einen Sturm warten. Ja. Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Nö. Es ist kein großer Unterschied, mit den Jungs an der Medizinschule zu reden. Ach stimmt ja, wir können ja jetzt nicht wieder Mensch werden. Außer, dass du wahrscheinlich mehr als die meisten weißt. Hui, du hast aber tolle Sachen an. Ich sollte jetzt wohl gehen. Er wird unser Mensch werden. Ist das hier Rollschuhe? Damit habe ich mich fast schon mal umgebracht. Na, dann nimm mit. Ein Entspannungssessel. Bequem. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich versuche, die Welt zu retten. Eine Verlängerungsschnur mitnehmen. Haben wir. Flamingo. Klassisch. Lavalampe. Cool. Haben wir hier noch eine Tür? Gütiger Himmel! Oh oh. Du bist Purpur, Ja? Sag, du kommst mir bekannt vor. Natürlich, du Blödmann! Ich bin Purpur-Tentakel, der berühmte Welteroberer! Aha, 200 Jahre lebt er. Bist du das gleiche Purpur-Tentakel, das Dr. Fred kannte? Du meinst den von früher? Ja, ich erinnere mich an das Insekt. Aha. Wie gut kanntest du eigentlich Dr. Fred? Was soll das bedeuten? Du sympathisierst nicht etwa mit Menschen? Nein! Ich? Auf keinen Fall. Gut, du hattest mich verwirrt. Ich arbeite nämlich an einer Methode, die Menschen ein für alle Mal loszuwerden. Okay. Was denkst du denn gerade? Ich arbeite an einem Verkleinerungsstrahl, mit dem ich diese lästigen Menschen verschwinden lassen kann. Erzähl mir mehr von dem Verkleinerungsstrahl. Ich nenne ihn den Miniaturisator. Da stand Verkleinerer. Das größte Problem am Design ist der Schalter für Leute ohne Finger. Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Wahahaha! Wie kann er bloß so frei schweben? Nimm mit. Ich fass besser nichts an, solange mich die... Immerhin hat er die Antarktis noch nicht erobert. Ist zu kalt.
Nee, hier ist nicht weiter. Okay. Ist das hier? Richterliche Hochsicherheitszone? Hä? Essen für zwei im Tentakelclub. Mist, nur für Tentakel. Nimm mit. Geht nicht, das ist hinter Glas. Ach so. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann weiter mit Hoagy. Denn Hoagy hat ja noch den Zettel abzuliefern hier an der Stelle. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann... Hoagy. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Firefox.